Wir kommen direkt zum nächsten Clicker-Game und das ist Pointless mit immerhin 8 ausstehenden Errungenschaften. Also mal schauen, wie viele Errungenschaften ich gleich beim ersten Mal zusammenbekomme. Und ja, ein Retro-Clicker-Game. So, auf zu Pointless. Need a hand, I can help. Machen wir erstmal die Options. Na gut. Credits, Pixel Artist. So. Need a hand, I can help. Wo willst du denn bei helfen? Window. Quit. Talk. You can see how many dots have been destroyed. Ja, gibt's nicht viel zu tun. Dot Destroyer. Also, los geht's. Spend Dots an Upgrades. Bomb. Ein Dot kostet 10.000. Expand Radius of your Laser. Extra Pulse Cannon. And wider Blocks, more Blocks. Okay. Aber ich habe gerade mal ein Dot. Also Zeit mit dem Spielen anzufangen. Endless Dots. Dot, 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 dot. Zack. Nach welchem Schema verschwinden die jetzt? Why? Why? Bum, 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 bum. Leutnant! So, mal schauen. Bereits 3 von 3. Also destroy your first dot, destroy 1000 dots und change your palette. Ah, okay, das heißt, da sind jetzt die ersten Sachen freigeschaltet eigentlich, die vorher noch nicht da waren. Ansonsten 10 und 100.000 Dots und jede Waffe einmal verwenden und contribute to the global score und alle Paletten freischalten. Naja, das ist ja überschaubar. Pain. So, das war jetzt die zweite Waffe. Okay, ich muss den Sound ausschalten. So, bei 2000 sind jetzt die nächsten freigeschaltet worden. Ja, bitte einmal Sound aus. Danke. So, jetzt habe ich hier echte Paletten freigeschaltet. Die anderen sind noch frei, sind noch gesperrt. Just PC. Naja, machen wir mal eine Runde in der Farbe. Global Score. Connect to the Connection. 21.237. Menü, yes. Und Steam Leaderboard. Naja, da ist doch auch schon wieder gemurkst worden. So nach dem Motto, die höchste Zahl.
Beim Steam Leaderboard ist auch schon wieder einfach nur Murksam. Da stehen einfach die Maximalzahlen wahrscheinlich, die in dieser Zahl überhaupt gespeichert werden können. Denn jetzt sind diese Steam Leaderboards eigentlich ziemlich sinnlos. Also, machen wir mal noch ein paar Pixel kaputt. So, mit 2000 komme ich hier mit den Upgrades, glaube ich, noch nicht sehr weit. Hallo? Hallo? Buggy Screen? Funktionierst du in den anderen Farben nicht, oder was? Also nochmal Upgrades. Tja, das scheint wohl nicht zu funktionieren. Muss ich nochmal eine andere Farbe auswählen. Und Upgrades. Okay, scheint das Spiel kaputt zu sein. Ja, geht doch. Aber erst ab 10.000 wirklich interessant. Also, noch eine Runde Dots platt machen. Bei 3000 ist die nächste Farbe abgeschaltet worden. So, 4000 ist die nächste Palette freigeschaltet worden. Und jetzt noch mit dem Balken dazu. 5000. 6000. Mal gucken, ob wann alle Farben letztlich freigeschaltet sind. Bei 10.000 gibt es dann die nächste Errungenschaft. Das sind die Pulsbomben. So, 9.000. Und die 10.000. Jawohl. Ja, damit sind alle Farben anscheinend eingesammelt. So, jetzt muss ich nur noch alle Waffen erwischen und dann auf die 100.000 Dots kommen. Also noch schnell bis 100.000 Dots vorwärts spielen und dann mal schauen, ob ich bis dahin auch alle Waffen einmal verwendet habe. So, das ist jetzt wieder der Balken. Und jetzt wieder die Pulsbomben. Ich denke, mir fehlt eigentlich nur noch der Laser. Was war das jetzt? Einmal Clear Spielfeld, oder? Jetzt ist der Laser.
So, damit habe ich alle Waffen einmal verwendet. Jetzt fehlen noch 80.000 Dots, um das nächste Level zu erreichen, beziehungsweise die letzte Errungenschaft freizuschalten. Mit den Pulsdingern scheint es auch ziemlich gut zu funktionieren. Soweit da mal wieder genügend in die Nähe gesetzt werden. So, jetzt ist er wieder ein bisschen überfordert. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die einzelnen Upgrades nur einfach da sind oder ob ich die in mehreren Stufen einkaufen kann. Hoffentlich sind sie jetzt nicht gleich wieder kaputt. Okay, die Upgrades lassen sich nur einmal anschauen und dann ist das Ding in einmal. Also, der kostet 30.000. Weiter Blocks, More Blocks, Puls. Einen extra Puls können. Nein, ich werde erstmal die Bomb und Laser upgraden. Okay, ich kann sie mehrfach upgraden. Okay, Speed of your Laser. Alles klar. Habe ich jetzt tatsächlich mit den anderen schon angefangen? Das heißt, mir bleiben die bisherigen Dots erhalten, sofern ich sie halt nicht ausgebe. Müssten noch eigentlich viel mehr erwischen. Okay, jetzt hat er sich wieder halb aufgehängt. Ja, das geht schon ordentlich ab. Pulsbomb und Bomb. Jetzt bin ich wieder schon fast bei 30.000. Ja, sehr meditativ. Ja, die Pulsbomben und die anderen Bomben, das ist eine ziemlich optimale Kombination. Da kommen schnell ein paar hundert bis tausend zusammen. So, dann gleich mal schauen, ob die 70.000 ausreichen. Mit den 30.000, die ich schon ausgegeben habe, glaube ich, die 100.000 am Stück schaffen muss. Sieht so aus, als müsste ich die 100.000 am Stück schaffen.
So, dann sollten jetzt die 10.000 gleich geschafft sein und die letzte Errungenschaft freigeschaltet. Genau. So, das war's dann letztlich für das Spiel, weil da es keine weiteren Errungenschaften gibt, gibt es auch irgendwie keinen Grund, wirklich alle Upgrades freizuschalten. Und ich kann ja jetzt nochmal einen Blick auf die... Okay, solange der Leser aktiv ist, kann ich das Menü nicht bestätigen. So, die Errungenschaften selber, beziehungsweise die Upgrades, werde ich jetzt wahrscheinlich wieder nicht aktivieren können, weil das Spiel buggy ist. Jawohl. Also noch ein Blick auf die Farben, die jetzt letztlich wieder alle freigeschaltet sein sollten. So, Bissi, Tomato, Pflaume, Zitrone, Kirsche, Banane, Dr. Eggplant, Mighty Lucy, Kiwi, Mokka, Berry Blast. So ein richtig schönes Blau ist nicht dabei, leider. Aber gut, das sind alle Paletten. Und das war's dann soweit auch für dieses Spiel. Und bis zum nächsten Klicker.